Ja, und Mami? Etienne hat gerade Mittag gehabt. Wir haben Frühstück. Spätes Frühstück. Mami, ein Brunch. Nein, spätes Frühstück. Es ist schon Mittag. Am Mittag Willst du den haben? Hier? Du bist du müde? Hier? Jetzt gibt es eh gleich Mittagsschlaf. Jetzt macht er das nicht wahr? Sonst macht er immer seine Linie selber. Hm. Jetzt da, wo die Kamera guckt. Hier. Etienne. Hier. Jetzt nicht. Und wie müde der ist. Jetzt nicht. Siehst du, da bist du nur noch nicht. Etienne. Etienne. Weil die sind in der Baden in der Wanne, ne? Ja, klatschen. Guck mal wieder wie das letzte Mal, oder was? Ja. Jetzt haben wir gar nicht geflockt. Also, wir haben schon geflockt, aber wir haben es nicht mit reingenommen. Ja, logisch, man muss nicht mit reingenommen. Ja. Er war nämlich das letzte Mal allein in der Wanne. Ganz allein. Also, wir waren schon noch dabei, also wir haben aufgepasst, aber. Oh, jetzt. Na, fällt gleich runter, Mami. Sehr schön. Nee, falsch rum. Falsch rum. Hat er mitbekommen. Da stimmt was nicht. Das ist erst recht falsch rum. Ganz falsch. Es ist Mittwoch und hier sieht's aus wie bei den Hempels unterm Sofa. Sagt man das so? Ja. Ja. Ich habe gerade mein ganzes Dekorationszeug für Weihnachten rausgekramt, rausgesucht und jetzt geht's los. Ich habe ja noch ein paar neue Sachen gekauft. Nicht heute, das habe ich schon vorher gekauft und noch nicht benutzt. So, Weihnachtsduft. Hier habe ich auch nochmal Weihnachtsduft mit Stäben. Dann halt diese Teller. Noch so ein Plasteteller. Da ist so ein Weihnachtsmänner drauf. Das ist, wie gesagt, für Düfte. Hier habe ich noch was für Düfte. Hier habe ich so Klammern. Da sind natürlich die jeweiligen Tage dran, weil ich möchte gerne einen Weihnachtskalender alleine machen. Hier habe ich ein bisschen so eine Stinger hier, die mache ich in eine Vase und da kommt noch eine Weihnachtskulla rein. Hier habe ich noch einen Weihnachtsmann und hier unten ist jetzt alles runtergefallen. Hier habe ich noch Servetten, feiern halt auch bei uns Weihnachten. Also es kommen halt diesmal welche zu uns zu Weihnachten, weil meistens sind wir immer hingefahren. Meine Eltern kommen aber diesmal her. Dann habe ich noch so ein paar Söckchen, die will ich aufhängen. Und hier, das ist so ein Mittelteil für einen Tisch. Der kommt wahrscheinlich hier oder in der Küche hin. Mal gucken. Und hier haben wir die Tüten, die ich machen möchte für die Weihnachten. Und wo habe ich es? Ach, hier. Hier habe ich noch die ganzen Weihnachtspapier, was ich noch einpacken möchte. Weil ich packe nämlich jetzt noch schon deine seine Weihnachtsgeschenke ein. Ne? Ja.
Also ich bin erstmal beschäftigt. Die Scheiben werden gleich ganz anders aussehen. Trägst du wissen, du musst? Mama, ich hab das hier draußen. Ja, Ötchen, das spielt hier, ne? Ja, und los? Hä? Und los? Ja, ich gucke erstmal, was ich also so Schönes drin habe. Den hier habe ich immer auf Arbeit gehabt. Den werde ich auch wieder mit auf Arbeit nehmen. Weil der nämlich niedlich ist. Ja, und soweit sind wir schon. Ja, die Kerzen kann man einfach abmachen. Das ist das Coole. Das hat meine Mama selber gemacht. Ja, jetzt schaue ich erstmal, was wir alles so Schönes haben. Ja, Trixi? Du guckst und spielst. Du hast schon geschlafen. Es wird ein bisschen schwer mit dir hier jetzt. Ja? Ja! So sieht das jetzt im Flur aus. Ich habe hier die Tischdecken gewechselt. Das ist jetzt, also das hat alles meine Mama gemacht. Das übrigens auch. Das nicht. Das ist nur gekauft. Aber die Decken, die hat sie alles selbst gemacht. Dann habe ich hier unser Deo, so wie immer, drin. Hier habe ich eine Herzform. Hat auch meine Mama selber gemacht. Hier habe ich noch so ein Rentier. An unserem Schlüsselanhänger habe ich sowas rangemacht. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Und hier bin ich nicht wirklich weitergekommen. Etienne hat mich nicht gelassen. Hier hinten habe ich einmal unser kleines... jetzt komme ich nicht auf den Namen. Danke. Ihr seht es ja selbst, Mann. Hier habe ich so 4 Kerzen, wo man reinmachen kann. Hier oben habe ich jetzt einen kleinen Stern dran gemacht. Hier unten habe ich noch ein bisschen Deko dran. Ich habe auch noch das hier. Aber eigentlich, ah nee, das ist nicht für mich. Fällt mir gerade ein. Das ist für meine Nachbarin. Das schenke ich auf jeden Fall der. Ja, ich habe aber noch einiges. Hier habe ich eine ganze Tüte nur mit Sachen, die an die Scheiben kommen. Also die an der Wand kommen. Ich habe auch noch einen Leuchtstern. Ja, so sieht das aus. Und mehr kann ich jetzt nicht weitermachen. Und dann noch im die Küche. In der Küche habe ich jetzt, mache ich dann das hier hin. Also hier habe ich den befüllt. Der sieht jetzt so ein bisschen so aus. Und da kommt dann das Mittelteil hin. Das hier. Das mache ich in der Mitte und das Teil dann halt drauf. Ja. Und dann fange ich an, die Geschenke zu machen. Aber Etienne, der war bis jetzt wach. Und er ist immer noch wach. Der will nämlich nicht schlafen. Ach so. Und das habe ich auch noch hier hingehangen an unsere Türklinge. Ach, und. Ich muss ein bisschen leiser sein. Er soll ja schlafen. Er soll schlafen. Oh. Ich habe einmal bei Etienne habe ich hier einen Stern hingemacht. Der schläft nicht. Ne? Was machst du hier, hä? So, machen wir mal ein bisschen lichter, heller, ne? Guck, guck. Trixi, raus! Raus! Was habe ich hier gemacht? Hier habe ich noch das Kuscheltier von Onkel Cliff für Etienne. Hier habe ich noch so ein bisschen Weihnachtszeug. Also die Kerze werde ich nie anmachen. Und hier, so eine, hier ist drinnen noch so eine Cooler halt, ne? Und du willst nicht schlafen, hä? Ich muss noch jetzt ein Etienne seine Wäsche wegräumen. Ja? Wunderbar. Ja, und sonst wird... zeige ich euch das später. So, der Papa kocht. Etienne ist auf meinen Arm. Kuckuck. Du bist da so rot. Hast dich gestoßen im Bett? Oh. So, es gibt nämlich Lasagne. Papa macht schon vorbereiten. Alles. Und... ich habe hier auch schon alles vorbereitet. Die kommen natürlich nochmal raus. So. Ja. Nee, ich habe die Platten gemeint. Ich habe die Platten kurz reingemacht. Und Etienne hat sein neues T-Shirt, einen neuen Pullover an, den wir ihm gekauft haben. Ich? Ja. Mami? Mami and Daddy, it's class. It's me! It's me! It's me! It's Mario! It's Mario! Wir waren heute bei Opa im Haus. Opa ist zwar noch im Krankenhaus, aber wir haben ein paar Blumen gegossen. Haben mal ein bisschen so aufgeräumt. Du hast meine Reifen gewechselt. Und... Und? Wait, wait. Oh, jetzt wird's
Und wir haben einen Feuerkelch angemacht. Ja. An den haben wir auch, ja, eine Feuerschale ist das, ne? Aber ja, wir haben es gar nicht geflockt, Schutz. Ja. Mama, machen müssen können. Lecker. Die Tomaten sind etwas klein. Die sind ja eigentlich auch für Etienne zum Frühstück. Bei uns gibt es jetzt Abendessen, endlich. So sieht unsere Lasagne aus. Sehr köstlich. Etienne, der spielt da und meckert rum. Ja. Wir haben das mit Nudelröllchen gemacht, ne? Haben wir schon geflockt. Ja, ich weiß, aber man sieht es nicht so wirklich. Ach so, ja, wir haben das so mit den Nudelröllchen gemacht, aber... Ach so, da drunter, ne? Genau. Sind die durch, ja, ne? Ja, ja, so. Ja, wir lassen uns das jetzt erstmal schmecken. Ja. Guten Appetit. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir haben aufgegessen. Sind wir fertig? Wir schließen jetzt somit das Video ab. Mädchen, das schläft schon lange. Schon ein paar Stunden. Ja. Ja. Wir beenden hiermit das Video. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Oh. Mhm. Oh.